Servus Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Im heutigen Video machen wir was richtig Schönes, denn heute machen wir Untersetzer. Ich zeige dir, welches Holz ich benutze, wie ich es hergerichtet habe und wie ihr dann aus diesem Klotz hier ganz viele Untersetzer machen könnt. Es ist gar nicht mal so wild, aber das Endergebnis sieht einfach richtig schön aus. Und da könnt ihr einfach mal die ganzen Resthölzer, die ihr noch zu Hause rumliegen habt, verarbeiten. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Anschauen und vor allen Dingen beim Nachbauen. Und es geht schon wieder los mit einer neuen Folge aus der aufgeräumten Werkstatt. Ich habe extra gerade mit Musik aufgeräumt. Das fühlt sich so gut an. Wie immer fängt jedes Projekt wieder mit der richtigen Holzauswahl an und ich werde mich wieder für zwei Kontrasthölzer entscheiden. Das bedeutet, dass ich mir hier einfach so ein Stück Walnuss hole. Das ist schön dunkel, hat auch nicht so große Maße, dass ich da nichts verschwende. Und dann werde ich mir dazu irgendwo noch ein Stück Esche gleich raussuchen, wenn ich denn was finde. Hier nimmt eben noch ein langes Stück. Das ist doch eins. Ich habe jetzt hier ganz viel tolles Holz vor mir liegen und ich gehe bei der Holzauswahl eigentlich immer so ein bisschen so vor, dass ich eigentlich das hole, was ich gerade einfach da habe. Und die Teile sollen in etwa passen. Das bedeutet, ich will einfach nicht so viel Verschnitt haben. Deswegen, ich habe hier dieses Teil. Das wird für die äußeren Stücke da sein. Das ist recht dick. Es hat zwar irgendwie eine lange Zeit unten im Wasser, also auf einem nassen Boden gelegen, deswegen ist es hier so verfärbt. Das wird aber okay sein. Und dann habe ich hier noch Rubin hier und Esche. Die Maße passen schon relativ gut, dass ich da nicht so viel auf beiden Seiten wegkurbeln muss. Deswegen habe ich mich auch dafür entschieden. Dann vielleicht kurz erklärt, warum ich diese Tour-Maschinenbearbeitungsmethode gerade gewählt habe. Denn ich habe hier diese vier Hölzchen hergestellt. Ich benutze ja Rubinie und Esche und ihr seht, da sind noch so Striche drauf. Ich werde die Teile ja später so verleimen. Das heißt, hier kommen zwei Teile hin und hier kommen dann die zwei Teile hin. Hier diese Flächen sind später okay nach dem Verleimen. Aber hier wird hier Holzleim raustreten und aus dem Grund habe ich die Teile in der Höhe noch ein bisschen größer gelassen, da ich sie später nochmal auf Dicke hobeln kann. Aber hier auf Breite sind sie schon fertig gehobelt. Das seht ihr auch hier in der schönen Hobeloberfläche. Das hier wird der erste Teil von diesen Untersetzern sein. Die Schreinerprofis oder die Kenner, die werden jetzt wahrscheinlich schon gesehen haben, du willst das später hobeln, die sind doch schon so kurz. Ja, das stimmt. Ich habe hier in meiner Hobelmaschine geschaut, dass, wenn das Teil in der Mitte ist, dass noch vorne und hinten ein bisschen Luft ist und dass die Aufdrückwalzen, dass die beide gleichzeitig hier drauf drücken und das hier ist gerade noch so an der Grenze. Viel kürzer würde ich auch nicht hobeln. Mit diesem kurzen Teil hier werde ich auch später nur ganz, ganz feine Hobelzüge abnehmen, damit da dann nicht irgendwie vorne ein Geschütz rauskommt in Form von so einem schönen Stück Holz. Vor allem werde ich die Teile jetzt hier auf meinen Rohrschritter zwingen und ihr könntet theoretisch beide Teile, also beide Streifen mit einer Rohrschraubzwinge verleimen, aber weil ich ein paar habe, werde ich die getrennt verleimen. Und habt ihr gleichzeitig durch die Rohre eine schöne Auflage, damit das dann noch später bündig verleimt wird. Die Rohrschraubzwinge findet ihr in der Videobeschreibung. Schreib jetzt den Holzleim ein, dass wir da später keine Kante haben und das trotzdem Plan in der Hobelmaschine dann auch aufliegt. Ich habe gestern hier dieses komplette Draht noch fertig verleiht, damit ich heute auch weiterarbeiten kann. Ich will das Ganze gleich noch einmal hobeln und da ist es wichtig, dass wir eine gerade Auflagefläche haben. Da hole ich mir einfach hier so einen Schaber und schab den ganzen Leimaustritt weg. Thank you.
Und jetzt müssen wir es eigentlich wieder verleihen, warten und dann später wieder verleihen. Und das kann ich wieder drauf nehmen. Gerade vorbildlich erstmal meine Werkstatt wieder aufgeräumt, bevor ich wieder weiterarbeite. Das hier ist unser guter Klotz und den werden wir jetzt mal auf ein gleiches Maß hobeln. Ich habe jetzt das feinste Blatt, das ich habe, eingebaut. Und das ist hier dieses Dachhohlkehlenblatt oder wie man es nennen möchte. Das ist ziemlich gut für extrem feine Schnitte zu machen. Das benutze ich aus dem Grund auch nicht so oft. Und damit werden wir jetzt hier dieses Teil in Scheiben schneiden. Jetzt kommen wir zum Finish. Ich benutze auch hier wieder mein eigenes Finish. Das verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung. Unser Untersetzer sind jetzt fertig und ich bin so mega happy mit dem Ergebnis. Ich muss mal die Kamera hochmachen. Die sind einfach sehr schön gleichmäßig geworden. Wir haben keine Leimfugen. Und dadurch, dass das Stirnholz ist, sieht die Oberfläche immer genial aus, weil man dann einfach immer schräg aufs Holz drauf schaut. Und einfach schön Untersetzer. Das Coole an dieser Methode ist einfach, dass ihr so viele machen könnt, wie ihr möchtet. Denn je länger hier dieser Klotz ist, desto mehr Untersetzer ihr. Das da war wie bei Star Wars. Je länger der Klotz, desto mehr Untersetzer du haben wirst. Da könnt ihr echt so viele Untersetzer machen, wie ihr möchtet. Und jeder sieht definitiv richtig schön aus. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, ob du das mal gemacht hast. Also ich wollte es schon lange mal machen und ich bin happy, dass ich es jetzt endlich auch mal getan habe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachbauen und sage bis zum nächsten Video mal. Ciao. Ciao.